sind aber nur ganz wenige da. Seid ihr alle da? Ja! Kinder, habt ihr den Pezi schon gesehen? Nein! Ja, dann müssen wir den Pezi rufen. Und jetzt rufen wir alle Servus Pezi! Servus Pezi! Noch nicht richtig! Pezi, hast du überhaupt schon die Kinder begrüßt? Nein, noch nicht richtig! Na dann sag uns schön den Sprüche auf! Pezi, Pezi, rennt der kleine Weg, fliegt auch heute wieder nicht! Anders als der Bürgermeister selbst. Weil der war schon nach 8 Monaten auf der Welt, weil er damals schon so neugierig war. Und deswegen war er auch ein ganz mageres, kleines Bürschlein. Na sowas! Jetzt hat er ausgeschaut, der hat schon 3 Wochen wieder aufgeholt. Hier ist er wie ein kleiner Kompanie. Hat er den Ofen gelesen. Ganz schwierig, meine Küche. Sag mal, Kasperl, hättest du auch im Sommer? Ja, das weiß ich nicht. Aber wo ist denn überhaupt unser Wirt? Der hat auf der Bühne sowieso kein Blut. Aus der Decke und der Katze her. Die hat mir was schön. Der hat das selbst gesagt, dass man ihn nur mit 10 Geld ersetzen kann. Ja, das stimmt. Unseren Wirten kann man wirklich nur mit 10 Leuten ersetzen. Ungefähr eine halbe Portion brauchen wir, um in meiner Arbeit zu ersetzen. Ungefähr 4,5 brauchen wir, um in meinem Trinken zu ersetzen. Und beim Essen schaffen nicht mal 5 so viel her. Ein Kram, wer hat denn schon Kerli Baumgarten und Pezilein? Unser Fritz wahrscheinlich, oder? Ja, aber für was braucht der Fritz mal einen Kaffee, den wir haben? Ja, Pezi, wo geht's jetzt noch weiter? Das System habe ich sehen sollen. Weil wir sind jetzt draufgekommen, dass unser neuer Pfarrer, der hat die Leute so lieb, wenn der im Kloster einen Gottesdienst macht, dann möchte er die Leute überhaupt nicht mehr nach Hause gehen lassen. Ja, das stimmt. Das kommt, dass wir sehr vorgehen. Da hat niemand ins Kloster reingelassen. Aber Pezi, dein du kleines Pfeffer, das ist doch unser Eierkorn und das sind lauter Hühner, diese Angestellten. Ach so ist es. Die Kinder haben das sicher gewusst, ja? Ja! Kasperl, unser Werbechef hat jetzt seiner Beate gesagt, dass er auch zu Hause nur noch Kommandos gibt. Ach so? Und wie schaut das aus? Wenn er eins ruft, Ostchen, wer 2 ins Bett bringt, wer 3 ist hier auf ihr? Jojo, das sagt man so leicht, aber funktioniert das auch in der Praxis? Ich hab gehört, wenn Alex gerufen hat, 1. Und sie hat sich ausgezogen. 2. Sie ist ins Bett gesprungen.
Meter. Drei, jetzt auf sechs gesprungen. Nach circa 2 Minuten hat der Beate 4 gerufen. Wieso 4 hat der Alex gesagt? Da hat der Beate gesagt, Kommando 4 bedeutet mehr Schlauch. Ja, ja. Sag einmal, hast du schon das Märchen von Sportverein gehört? Von unserem Sportverein in letzter Zeit nicht so viel. Aber vom Trasburger Sportverein habe ich gehört, die bekommen jetzt, obwohl sie eine komplett neue Anlage haben, einen neuen Trainingsplatz. Wieso denn das? Naja, weil wenn die Trasburger noch ein bisschen warten, ist unser Trainingsplatz eh in Trasburg unten. Nein, warum lassen die nicht, die sich aufdrehen? Weiß ich auch nicht. Ich auch nicht, weil bei mir so noch keine aufdreht. Ja, jetzt ist sehr froh, dass ich sie bei dir nicht aufdrehen kann. Mit dir sind sie eh viel zu bald. Unser Musikverein verstärkt sich jetzt und hat 2 neue Musiker bekommen. Die Kinder können jetzt ein bisschen Rücksicht. Da vorne bitte. Ja, okay. Ja, das war sie eh. Am Blieben und am Derischen. Ja, ja. Weil bei der letzten Veranstaltung hat der Blinde dein Tor. Tanzen die Leute schon? Sagt der Derische, wieso spülen wir schon? Hallo, hallo! Was ist da los? Eine unangemeldete Demonstration? Du Kasperl, was ist eine Demonstration? Demonstration hat der Herr Polizist gemeint. Also, was wird jetzt gespielt? Nichts Besonderes, Herr Polizist, ruhig in Aufregung. Es ist der ganze Durcheinander, wie es immer bei unserem Wirten ist. Jetzt ist er ganz schön außer Atem, was? Kasperl, bist du zu Fuß gekommen, Polizist? Kasperl, weißt du, die Wirtschaftskrise ist auch bei der Polizei nicht spurlos vorübergegangen. Die haben uns alle Waren gestrichen. Jetzt haben wir nur mehr ein altes Dienstrad von 1927 zur Verfügung. Das ist eine absolute Frechheit. Und deswegen müssen auch wir Polizisten auf die Straße gehen und demonstrieren. Kinder, wollt ihr uns da helfen? Ja! Deswegen rufen wir ganz laut, dass uns die Frau Innenminister hört. Wir wollen ein Auto! Wir wollen ein Auto! Wir wollen Dort hat er seinen nominellen Dienst getan. Also,
wenn ihr sachdienliche Hinweise habt, dann bitte in unsere Einsatzzentrale bei Wirt 1 unter der Telefonnummer 02-2202 oder unter der E-Mail-Adresse kollegevermisst@polizei.at. Es gibt noch eine Belohnung. Die ist leider nicht so hoch, die ist nur, beträgt nur 550 Euro. Und deswegen glaube ich, dass er für immer verschwunden ist. Ich werde besser so. Ruhig, bitte! Kinder, aber trotzdem versuchen wir, meinen Kollegen nochmals zu rufen. Vielleicht hört er uns ja. Alle gemeinsam. Vincent! Vincent! Für eure Unterstützung. Aber Herr Polizist, warum bist du so nervös? Was der Kasper, ich muss mir jetzt beeilen. Wer kehrt beim Urzifuhren, steigt der Fette. Und da gibt es sicher ein oder zwei Leute, die was praktisch über die Stränge schweigen und einen leichten Seitenwind verspüren. Deswegen muss ich jetzt in Dienst gehen und vielleicht ein oder zwei Führerscheine umnehmen, die was vielleicht unterläuft, den Wagen bewegen. Also ich muss mir jetzt wirklich beeilen. Auf Wiedersehen, lieber Kind, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Weißt du, was zu unserem Polizisten? Weißt du, wo unser Polizisten sein Hund das Arschloch hat? Nein! An der Leine! Hallo, hallo, Kasper, das hab ich jetzt her! Herr Polizist, entschuldige, ich bin nicht wieder vorgekommen. Okay, okay, einmal lasse ich es noch gut. Aber jetzt muss ich mich wirklich meinen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Terroristen! Ja, wie kommt's denn auf sowas, Pizzi? Die schaut nur aus der Schuhe vorhanden! Schau, Pizzi, jetzt ist aber wirklich schon spät geworden. Jetzt müssen wir uns verabschieden und zum Abschied hast du immer so ein schönes Sprüchel zum Aufsagen. Liebe Kinder, liebe Leute, unser Spiel ist aus für heute. Jetzt müssen wir nach Hause. So geht das nicht. Aber wenn ihr brav seid und noch einmal ganz laut Bezi Bezi schreit, dann wird uns der Bezi vielleicht noch ein neues Gedicht aufsagen. Bezi, 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 Bezi. Der Rundberg an den Bord, da grennert sich der Koster auf. Das Reh springt hoch, das Reh springt weg. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Verliert der Bauer seine Hose, war bestimmt der Gummilose. Unter der vierten Nutzel hörte Gremlich geflutzen. Willst du dir den Tag versauen, musst du in die Spiegel schauen. Nicht ich den Auge. Sind die Hühnerplatzhintelle, war die Wanzersteller. Der Vater furzt die Kinder lachen, so kann man billig Freude machen. Ich bin so froh,
Nerven auf euer Gehobel.